Moin, willkommen zu dem neuen Blog. Ja, dieser Blog heute ist etwas anders. Und ja, nicht hier reinschauen, aber es wird wieder spannend. Es gibt auch was anzukündigen und einiges zu erzählen und worum es überhaupt geht, das Hauptthema. Dann schaut dieses Video an, ich freue mich schon und los geht's. Ziemlich anstrengend hier. Du fragst dich wahrscheinlich genau, warum dieses Outfit? Tja, ob du es glaubst oder nicht, ich habe gerade einen Auftritt vorhin mit Highland Bagpipes gespielt. Jetzt fragst du, was sind Highland Bagpipes zum Teufel? Das ist ja, und ich mag dieses Wort nicht, weil es so eigenartig und lustig klingt, schottischer Dudelsack. Deswegen dieser Aufzug und diese Uniform. Wenn du es nicht glaubst, warte noch ein paar Minuten ab, dann siehst du es natürlich. Und gleichzeitig simuliere ich hier den thailändischen Dschungel. Da war ich auch immer so unterwegs, aber nicht mit dieser Montur. Mit diesem Anzug oder Aufzug wird es aber genauso heiß wie in Thailand. Also Thailand-Simulation. Das bringt mich dazu, wie traurig ist das eigentlich, denn die Thailand-Videoserie ist vorbei. Zum zweiten Mal geht es zu Ende. Damals der echte Urlaub und jetzt auch die Videos. Aber zum Glück, man kann sie ja immer wieder anschauen. Und jetzt hier zurück im österreichischen Dschungel. Wenn du den thailändischen Dschungel sehen möchtest, wo ich mich verlaufen habe und das Video noch immer nicht kennst, du kennst noch immer nicht, hier, neuen Tab öffnen, kennst du es, sonst schmeißt dich YouTube aus diesem Video, das will niemand, das will keiner, nicht mal die Eule da oben auf dem Ast will das, nein, deswegen neuen Tab aufmachen und schau dir den Thailand-Dschungel an und vergleich den mal mit diesem Dschungel. Weiter geht's. Weiter geht's im Vlog-Modus und das Instrument habe ich schon ausgepackt, hier ist es schon in meinem linken Arm und anstrengend ist es noch immer extrem, also ich schleppe das auch mit, hat ein paar Kilo, alles Sterling-Silber-Massives, deswegen ist das Ding so schwer und ja, ich suche ein schönes Plätzchen, vielleicht kann ich dort etwas spielen. Gespannt, du sicher auch und wir sehen uns in Kürze. Geschafft, ganz oben am Berg. Das hatte ich eigentlich gar nicht vor, aber irgendwie bin ich so wie eine Lawine, nicht mehr zu stoppen, wenn ich einmal in Gang gesetzt worden bin. Und richtig schön hier, die Berge, so eine wundervolle Aussicht und ich denke, ich suche jetzt ein schönes Plätzchen, wo ich tatsächlich was vorspiele, sonst glaubt ihr mir das ja nie, mit den Highland Bagpipes und Scottish Pipes und Kurzwasten, vielleicht schicke ich die Drohne drauf, hätte ich schon vor, wenn alles gut geht. Die Hütte hier hat übrigens zu. Das ist eine Hüttenplattform, eine Veranda, aber niemand da. Also gibt es auch nichts zum Trinken. Habe auch nichts mit zum Trinken, kein Wasser und Wein, gar nichts. Ja, yeah. So, los geht's. Thank you.
So, ein bisschen Highland Pipes gespielt und meine größten Fans, hier sind sie. Hat es euch schon gefallen, oder? Ja. Yeah. Die kommen immer ganz nahe, denn die lieben Highland Pipes. Kühe lieben Highland Pipes. Das ist ein Fakt. Ist nun mal so. Und schöne Gegend. Oh yeah. Die Drohne, sie war in der Luft und jetzt geht es wieder bergab nach unten. Das ist immer das Schlimme, wo man drauf ist, da muss man dann auch wieder runter. Also den ganzen Weg wieder bergab. Und was ich mir vorher gedacht habe, hier sind einige Wanderer unterwegs. Wie kurios sieht das eigentlich aus? So Drone Operator, jemand steuert die Drohne im Kilt und daneben liegt ein Dudelsack. Also wenn da nicht die Leute denken, dass ich verrückt bin, dann weiß ich es auch nicht. Aber ich bin's ja. Und der Weg schaut jetzt so geil aus, die Sonne steht immer tiefer. Leider war für das Drohnenfliegen die Sonne nicht optimal vom Stand her. Ich kann es mir nicht immer aussuchen, also für euch Drohnenpiloten da draußen, der Tipp von mir natürlich, immer dann fliegen, wenn die Sonne ganz tief steht, morgens oder abends. Jetzt war sie noch etwas zu hoch, aber ja, besser Drohnenaufnahmen als gar keine Drohnenaufnahmen, auch wenn sie nicht die besten sind. Und dieser Weg sieht echt cool aus. Ich muss euch das zeigen, weil jetzt schimmert die fast so, muss immer wieder Thailand. Ich bin ein bisschen wehmütig erwähnen. Fast schimmert so die Sonne durch die Äste, Bäume und Stämme hier wie im Dschungel in Thailand. Seht euch mal diesen schönen Weg hier an, auch wenn es anstrengend ist. Und was ganz besonders ist, ich bin so weit hier hochgewandert, dass ich schon bei diesen Felsen, Kalksteinen bin. Und auch die sehen fantastisch aus. Sehr felsig hier, ein kleiner Märchenwald. Hier gibt es bestimmt Geister, Spirits und so Zeug. Ich bin natürlich wieder mal bestens organisiert und habe die ganze Wanderung über kein Wasser mit, nichts zu trinken, gar keine Flüssigkeit. Jetzt frage ich mich, ob man das Wasser hier trinken kann. Die Hütte hat oben nämlich auch zugehabt, habe ich euch ja schon erzählt. Und keine Ahnung, was meint ihr? Ich bin so durstig. Jetzt bin ich euch ja noch die Ankündigung schuldig, die kleine, und zwar ist ja eben traurigerweise die Thailand-Videoserie vorbei, aber da ich jetzt ja total pleite bin, habe ich, aber das war eigentlich schon vorher, eine Malta-Reise geschenkt bekommen und ihr könnt euch freuen, natürlich war die Kamera wieder mit dabei. Es gibt also eine kleine Mini-Malta-Serie, was auch ein großartiges Land ist, bin schon sehr gespannt. Wenn ihr dieses Video seht oder wenn du das Video siehst, habe ich dann wahrscheinlich schon die Videos fertig bearbeitet. Jetzt zu dem Zeitpunkt noch nicht, also weißt du im Prinzip dann bald schon mehr und schneller als ich, so zeitreisemäßig oder keine Ahnung, was ich daher rede. Ich bin schon wieder völlig außer Atem, erschöpft und ja, jedenfalls neue Videoserie, eine kleine Malta. Total großartig. Ich habe es geschafft nach unten, gerade rechtzeitig, die Sonne geht gerade unter und all das in diesen Schuhen. Wow, jetzt tun mir die Füße weh. Normalerweise sind das die Schuhe, wo ich und meine Kollegen immer sagen, wenn wir nur 5 Meter an einem Auftrittstag gehen müssen. Oh nein, nicht gehen heute in diesen Schuhen. Und jetzt knapp 1000 Höhenmeter mit diesen Dingern. Autschi, bautschi. Ja, ziemlich anstrengend.
Aber auch sehr faszinierend, was hinter so einem YouTube-Video eigentlich steckt und wie anstrengend das oft sein kann. Und am Ende kommt ein 10, 12 oder 14 Minuten Video raus. Also an alle YouTuber da draußen, ich weiß das zu schätzen, eure Arbeit. Ich weiß, was da für Arbeit drinnen steckt und Fistbump für euch alle. Ich weiß, wie hart das ist. Aber das kann man natürlich nur machen, wenn einem das Spaß macht. Würde mir das keinen Spaß machen, hätte ich schon nach dem dritten oder vierten Video aufgehört natürlich. Gehört alles dazu. Und ja, dann möchte ich jetzt dieses schöne, etwas andere Video, den etwas anderen Vlog beenden. Hat mich sehr gefreut, dass du wieder mit dabei warst. Und wenn du neu bist, das Video das erste Mal gesehen hast und noch nicht auf der großen YouTube-Reise mit mir, Scott Boyd Wilson, dabei bist, weißt du jetzt oder erfährst du jetzt, dass hier nicht um Abos gebettelt wird, denn das ist auf YouTube schon überstrapaziert. Dennoch aber würde ich mich extrem, extrem freuen, wenn du, ja genau du, meinen Kanal, meinen, trotzdem abonnieren würdest. Musst aber nicht, ist dein Leben. Hier auf Scott Boyd Wilson, auf dem Kanal ist alles auf freiwilliger Basis. Ja, und ansonsten, wir sehen uns bestimmt und ganz bestimmt im... Ja, im nächsten Video. Und Malta-Serie startet. Yeah! Ciao. Und ich muss jetzt aus den Schuhen raus. Oh!